Genau hier, in diesem Stadion, möchte Zinedine Zidane seiner bisher großartigen und außergewöhnlichen Karriere die Krone aufsetzen. Das Millennium Stadium in Cardiff. Hier findet der Showdown in der Königsklasse statt. Juventus Turin gegen Real Madrid. Die alte Dame gegen die Königlichen. Zwei Rekordmeister. Aber wer wird die beste Mannschaft Europas? Wir haben jetzt die größte Aufgabe vor uns. So ist es. Es ist eben ein Finale. Wir haben schon viel erreicht und haben viel gegeben, um in diesem Endspiel zu stehen. Wir haben Sachen gut gemacht und das macht uns glücklich. Jetzt im Finale gibt es keinen Favoriten mehr. Die Chancen stehen 50-50. Juventus ist ein großartiges Team. Auch sie erleben gerade ein spektakuläres Jahr. Was wir alle sehen wollen, ist ein großartiges Spiel. Und man wird sehen, was dann passiert. Für Zidane wäre es ein weiterer Höhepunkt in seiner noch jungen Trainerkarriere. Champions-League-Sieger im letzten Jahr und jetzt, nach fünfjähriger Durststrecke für Real Madrid, endlich wieder spanischer Meister. Zidane als Spieler Weltklasse, jetzt auch als Trainer auf dem besten Weg nach ganz oben. Es ist einfach einzigartig. Er kam in einer schwierigen Phase zu uns. Er hat uns da rausgeholt und alles verändert. Er gibt uns Spielern Sicherheit und gibt uns das Gefühl, dass wir wichtig sind. Sein Verdienst an unserem Erfolg ist riesig. Eine wahre Lobeshymne auf den Trainer. Und der Erfolg gibt ihm recht. Die Art, wie er arbeitet, ist eigentlich ganz einfach, ohne jegliche Aufregung. Wenn er gewinnt, spricht er nicht viel darüber. Und wenn er verliert, arbeitet er noch mehr. Ich glaube, das ist der Schlüssel von allem. Fast schon vergessen, Real Madrid ist Zidanes erste richtige Cheftrainerstation im Profibereich. Und schon jetzt kann er in die Geschichtsbücher eingehen, nach gerade einmal 2 Jahren. Die historische Chance auf das, was bisher noch keinem Club und keinem Trainer gelang. Das Meisterstück in der Königsklasse, die Titelverteidigung in der Champions League. Wir wissen, dass wir etwas Historisches erreichen können, aber an unserer Art zu spielen wird dies nichts ändern. Das Jahr ist schon jetzt fast perfekt, weil wir die Liga gewonnen haben, die so schwer zu gewinnen ist. Wir würden es auch verdienen, die Champions League zu gewinnen, aber wir haben noch ein sehr schwieriges Spiel vor uns. Das wichtigste Spiel des Jahres, das wird gegen Juventus sein. Vielleicht auch mit das wichtigste Spiel für den Trainer Zinedine Zidane. Die Spitze des Fußball-Olymps, nur noch einen Sieg entfernt. Und das hier im Millennium Stadium in Cardiff.